Guten Tag, ihr Lieben. Hier ist wieder euer Cyberphilosoph. Heute mit Verstärkung. Ich präsentiere euch Dr. Matthias Bob vom gleichnamigen YouTube-Kanal. Ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung. Wir sind beide Philosophielehrer und auch noch andere Fächer, aber in unserer Eigenschaft als Philosophielehrer sind wir jetzt hier. Und unsere Schüler haben das Bedürfnis geäußert, dass wir beide doch mal reagieren mögen auf manche Videos von unseren islamischen Geschwistern, oder sagt man muslimischen Geschwistern, bitte verzeiht uns, wenn ich das, oder mir, wenn ich das jetzt schon falsch ausgesprochen habe. Brüder und Schwestern. Habe ich Schwestern nur gesagt? Nee, ich weiß, du hast glaube ich, nein, ich habe islamisch gesagt, statt muslimisch. Ich weiß gar nicht, ob islamisch auch, naja, das kann ich ja dann, wir lassen es drin, die Welt ist nicht perfekt. So, Matthias hat auch schon ein Video ausgesucht, ja? Ja, habe ich. Von welchem Kanal nochmal? Wie heißen das die? Das heißt Iman TV oder TV. Genau. Und das ist eins von diesen professionellen, also ziemlich professionell gemachten Missionskanälen oder Videos, die es zunehmend im Internet gibt und bei YouTube halt. Mhm. Und die, glaube ich, auch bei Schülern gut ankommen. Ja, und nochmal jetzt als Voraussetzung für alle Zuschauer, unser Anliegen besteht darin, einfach uns grundsätzlich mit religiösen Argumentationen auseinanderzusetzen. Das ist jetzt kein Islam-Bashing oder sonst irgendwas. Wenn ihr uns mal irgendeinen Tipp geben wollt, gucken wir uns auch gerne ein christliches Video an oder sonst was. Ich selbst werde auch eigene Reaktionsvideos noch zu anderen muslimischen Kanälen machen. Aber mir geht es da immer eher um das Thema und um die Art der Argumentation. Und ich denke, dass wir als, und das müssen wir auch mal betonen, immerhin Fachphilosophen, das heißt, wir haben beide zwei Staatsexamen im Fach Philosophie. Das geht an all jene, die in den Kommentaren immer was von selbsternannten Herrn Philosophen und so weiter schreiben. Ja, also wir haben das redlich studiert mit großem Bemühen. Und uns geht es jetzt wirklich um sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Wir sind keine Islam-Spezialisten. Wir mögen auch das eine oder andere falsch aussprechen. Zum Beispiel hat Matthias jetzt gerade den Kontext genannt, dass das junge Menschen sind, die auf der Straße versuchen, andere, so verstehen wir das, für den Islam auch zu gewinnen. Ich meine, in der Fachsprache geschrieben wird es D-A-W-A und meine Schüler haben mich mal gelehrt, dass man das Dwa ausspricht. Wahrscheinlich ist es jetzt falsch. Ich weiß nicht, ihr könnt es auch gerne korrigieren in den Kommentaren, aber bitte immer respektvoll. Ja, ich habe mal gehört, dass es auch im, falls das Arabisch, also wenn das ein arabisches Wort ist, wahrscheinlich, es gibt ganz viele verschiedene Arten, Arabisch auch aus, irgendwie auszusprechen. Ja. In Syrer spricht deshalb ganz anders als ein Marokkaner, glaube ich, zum Beispiel. Ja. Okay. Und wenn man das kann, kann man das auch raushören. So wie es im Englischen. Ja. Also von daher ist es auch gar nicht schlimm. Ja. Ja, ist der Hintergrund eben die Missionierung und das Gewinnen neuer Brüder und Schwestern. Gut, ich würde sagen, ich versuche mal meinen Bildschirm zu teilen und du hast das Video ja ausgewählt. Du sagst mir einfach, wann ich Stopp machen soll und wann du was sagen möchtest oder wenn mir spontan ein Impuls kommt, pausiere ich dann einfach auf. Mal. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Sehr wichtig ist ja, dass wir den Ton freigeben. Wird es funktionieren? Das können wir ein bisschen vormachen, ne? Das ja. Ah, echt schön gemacht. Ja, die Frage an sich ist, sagen wir so, es gäbe keinen, der die Frage stellen würde. Klar, aber die Frage würde noch immer existieren, woher kommen die Tiere? Mag sein, nur weil wir keine Musik hören, heißt nicht, dass die Musik nicht da ist, das ist ja klar. Also irgendwo gibt es ja hier Musik, aber wir hören sie jetzt gerade nicht, trotzdem ist sie da. So ist es. Und da sagen wir, dass es vernünftig ist, davon auszugehen, wenn wir existieren, das sagen wir nicht Gott, sagen wir etwas, in dieser Phase des Gesprächs, etwas es verursacht haben muss. Weil von nichts kommt nichts. Was jetzt könnten Sie... Okay, ja, höre ich schon mal. Mhm. Na, jetzt ist schon quasi die erste philosophische Behauptung, von nichts kommt nichts. Ja, das kennen wir natürlich als berühmte Phrase auf Lateinisch. Oh. Nihil nihilo ferit. Von nichts kommt nichts, ja. Ich jetzt gar nicht gewusst. Ich kannte das von meiner Mutter, wenn es ums Geld verdienen geht. Ja.
Ja. Also einfach um zu unterstreichen, dass die Fragestellung natürlich uralt ist. Solange es Menschen über die Welt nachdenken, haben sie diese Weisheit irgendwann hervorgebracht. Von nichts kann aus nichts entstehen. Alles muss eine Ursache haben. Genau, und was halten... Mindestens auf Aristoteles zurück. Was haben wir da in unserem Philosophiestudium zu gelernt? Ob das stimmt? Ist das jetzt eine Frage an mich? Das ist eine rhetorische Frage. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich noch mal geprüft werde. Also ob das stimmt, meinst du? Ja. Na, zumindest ist das das, was unsere Logik erfassen kann. Was darüber hinausgeht, scheinen wir nicht mehr begreifen zu können. Okay, weil, also mir fällt dazu ein, also das soll ja einer von den, jetzt ist das so der, also einer von den klassischen Gottesbeweisen. Ja. Und ich dachte, da hätte eigentlich Kant in der Kritik der reinen Vernunft, bei den Aporien der reinen Vernunft, was Abschließendes zu gesagt, weil er gesagt hätte, naja, wir können uns eigentlich, also A, das kann man empirisch nicht testen. Weil wir haben ja nicht nichts und dann warten wir ab und gucken, ob was passiert. Und ich bin da aber nicht so richtig firm mit, aber soweit ich mich erinnere, läuft so darauf hinaus, wir können uns im Prinzip, also die Vernunft sagt uns vielleicht, entweder alles muss eine Ursache haben und dann hast du einen infiniten Regress, oder alles war schon. Das immer können wir da. Vielleicht, du bist schon sehr voraussetzungsreich. Es gucken okay. uns ja auch Leute zu, die das vielleicht nicht so in unserer Sprache sind. Stimmt, ja. Mit dem infiniten Regress, ja, das ist, glaube ich, schon bei Aristoteles, oder? Wahrscheinlich, aber es geht darum, dass eben die Kette der Ursachenbegründung unendlich weit zurückverfolgt werden müsste. Und irgendwo muss mal ein Anfang sein, das hat Aristoteles dann so gesetzt. Irgendwo muss es eine nicht selbst verursachte Ursache geben, die einfach die Eigenschaft hat, unbewegt anderes zu bewegen. Selbst unbewegt, also selbst unbeeinflusst von außen, mit der Eigenschaft ewig zu existieren, dann Neues hervorzubringen. Das ist ja das aristotelische Argument des Gottesbeweises. Ja, dass es einen unbewegten ersten Beweger geben muss. Ja, das würde dann wieder ein bisschen zu Kant passen, der sagt, also dann hätten wir ja was ewig ist. Ne? Mhm. Nämlich halt den unbewegten Beweger oder halt Gott zum Beispiel. Und dann ist natürlich... Was natürlich eine Widersprüchlichkeit ist. Ja. Ja, also ich glaube so, also wie ich Kant verstanden habe, ist es halt so, dass unsere Vernunft uns da nicht weiterhilft. Die Vernunft sagt uns, je nachdem, wie wir denken, entweder war irgendwas schon immer da oder irgendwas hat halt angefangen dann und ist aus dem Nichts entstanden. Und das widerspricht sich beides. Es ist aber beides quasi durch unsere Erfahrung nicht zu belegen und durch die reine Vernunft, also was sozusagen logisch wäre, ist das auch nicht zu belegen, weil halt beide Aussagen sozusagen wahr sein können, sich aber widersprechen. Das meint er, glaube ich, mit einer Aporie, also zwei Aussagen, die sich widersprechen. Und von daher ist das als Gottesbeweis und daraufhin will... Na, zumindest will, die ich, sich nicht lösen lässt, weil sie das wären ja eigentlich Antinomien, oder? Ja, ich glaube, das sind auch die Antinomien des reinen Verstandes, glaube ich. Und jedenfalls darauf will, glaube ich, der junge Mann, also der kleinere von den beiden, darauf hinaus, dass halt dann die erste Ursache für unser Universum dann halt Gott ist. Aber dann ist natürlich sofort die Frage, ja, wo kommt denn Gott her? Weil, und dann sagt er, der war schon ewig, aber das widerspricht seiner Behauptung, um die es jetzt gerade geht, nämlich, dass nicht aus dem Nichts etwas entstehen kann. Mhm. Weil Gott ist ja auch etwas. Und du sagst ja immer so schön, dass diese Eigenschaft der ewigen Existenz natürlich auch anderem Seienden anhaften kann, was dann nicht Gott ist.
Ja, das können auch mehrere sein oder das kann... Anderem seien denn ja. Ja, genau. Aber er sagt ja an der Stelle auch so, also ja, mach einfach mal weiter. Ich möchte noch was ergänzen, was da auch zu bedenken gibt. Ein sprachphilosophisches Problem wurde da auch schon damit in Verbindung gebracht, nämlich was ist überhaupt das Nichts? Ist das Nichts nichts oder ist auch das Nichts etwas? Denn wenn das nicht nichts ist, fragt man sich, wie man sich dann überhaupt über das Nichts unterhalten kann, wenn das Nichts doch nichts ist. Also worauf bezieht sich dann das Wort Nichts? Das muss auf irgendwas referieren. Und wenn es nichts ist, würden wir uns eigentlich gar nicht verstehen. Das nur auch mal so am Rande, dass auch das ein sprachphilosophisches Problem eigentlich ist. Aber wir wissen, was der Mann meint. Wir gehen wirklich einfach von einem Nichts aus, ohne zu wissen, was das Nichts genau ist. Schon allein diese Frage, was das Nichts ist, ist ja eigentlich sinnfrei. Wenn das nicht der Nichts ist, kannst du nicht fragen, was das Nichts ist. Ja, das ist das ist total schwer. Und, wahrscheinlich hat es jetzt schon die Hälfte wieder abgeschaltet. Stimmt. Also bei so Straßenphilosophie, glaube ich, stellen sich die meisten Leute einfach, wenn sie das hören, unter nichts einfach so einen leeren Raum, so einen schwarzen leeren Raum, so das Weltall zwischen den Galaxien oder so. Aber das ist natürlich nicht nichts, weil da ist dann irgendwie Raum zum Beispiel und Zeit. Und das ist dann ja schon mal etwas. Also von daher ist es super schwieriger Begriff. Man kann ja nicht einfach so als klar und vernünftig so in die Diskussion werfen und dann von da aus dann weiter deduzieren. Da fängt es, würde ich sagen, jetzt aus philosophischer Perspektive schon mal an. Aber mach doch mal weiter. Was ich jetzt aber auch hier schon anmerken möchte, ist, dass vielleicht eine wichtige Eigenschaft unsereins ist, dass wir damit auch kein Problem haben. Also das ist einfach nach meinem Verständnis der Welt, ist es eine wesentliche Eigenschaft der Welt, dass wir sie nicht vollständig verstehen, nicht vollständig ergründen können und das wahrscheinlich auch niemals passieren wird. Und gleichzeitig haben wir natürlich ein Bedürfnis, die Welt zu verstehen. Aber was er hier aufwirft, das stimmt, es gibt diese Problematik, aber wir würden sagen, wir können sie nicht beantworten. Er würde sagen, am Anfang muss Gott stehen. Ja. Nun kommt natürlich noch der Gottesbegriff ins Spiel, ja. Es wird da an dieser Stelle auch oft auf Wissenschaftler referiert, die auch sagen, ja, der hat auch gesagt, am Anfang muss was Göttliches oder Gott stehen und ja, was bedeutet Gott? Da sind wir dann beim Thema Gottesbilder. Für viele ist es einfach die große Unbekannte, die das Sein hervorgebracht hat, dessen Eigenschaften man eben nicht näher benennen und ergründen kann. Das ist so ein Hilfsbegriff für das, was du nicht mehr erklären kannst. Okay, also möglicherweise, das ist eine Antwort. Ja. Mal gucken, was sein Gottesbegriff ist. Wahrscheinlich kommt er ja auch. Auch diese eine Ursache, die nicht verursacht wurde, Eigenschaften hat wie Macht, mindestens Macht, wenn ich glaube sogar Allmacht. Weil um dieses Etwas oder unsere Existenz ins Dasein zu bringen, bedarf es gewisser Macht, unglaublicher Macht. Des Weiteren glauben wir, dass dieses Etwas Wissen hat. Weil nur mit Wissen kann man etwas in die Existenz bringen, dass er einen Willen hat. Oder sagen wir anders oder einfacher ausgedrückt, wir Menschen, ohne jetzt auf Gott zu verweisen, können bestimmte Sachen feststellen. Wir Menschen haben einen Willen, wir Menschen haben Wissen, wir Menschen haben einen Intellekt. Nun, dieses Etwas muss diese Eigenschaften zumindest besitzen, um es geben zu können. Weil wenn er keinen eigenen Willen hat, kann er nicht in dem, was er erschafft, einen Willen erschaffen. Und wir glauben aber, dass dieses Etwas nicht nur einfach eine Macht hat oder Wissen hat, sondern omnipotent ist und omniscient ist in seinem Wissen, also allmächtig ist, allwissend ist. Das heißt, er ist die höchste Perfektion überhaupt, sozusagen. Das glauben wir. Okay, machen wir Stopp. Ich mache mal ein bisschen zurück, das ist ein ungünstiges Hast du seinen Akzent? Also das ist jetzt wir sind in Österreich, soweit ich weiß. Ja, genau, weil das ist jetzt nämlich gar nicht, es kam ja irgendwie süddeutsch, so leicht bayerisch vor, cool. Also in Österreich ist die Szene da angesiedelt, soweit ich weiß. Hört sich ganz sympathisch an, finde ich auch irgendwie, wenn die Österreicher so über was so erzählen. Ich würde sagen, jetzt
sagt er was zu seinem Gottesbild, nämlich so das ganz traditionelle Gottesbild der Abrahamsreligion, also der Juden, der Christen und vor allem der Muslime, nämlich Gottes allwissend, allmächtig und allgut, also moralisch perfekt. Allgut sagt er nicht, aber das meint er, glaube ich, mit perfekt. Ich weiß nicht mehr, wo er jetzt von perfekt gesprochen hat, ja, aber diese Eigenschaften kennen wir, meine ich, auch von Spinoza schon und von Descartes, die auch alle gläubig waren, dass Gott eben nichts hervorbringen kann oder etwas nichts hervorbringen kann, was es selbst grundsätzlich nicht besitzt. Also dass die Kaskade vom Größeren zum Kleineren runtergehen muss und deswegen muss Gott selbst wissend sein, um etwas Wissendes hervorzubringen. Gott selbst muss existieren, um etwas Existentes hervorzubringen und so weiter. Ja, und begründen die das irgendwie? Weil ich meine, das hängt auch mit dem von nichts kommt nichts zusammen, dass du eben nichts in die Welt setzen kannst, was in der Ursache nicht bereits irgendwie vorhanden ist. Du kannst dann nicht Wissen in die Welt setzen von etwas Unwissendem. Okay. Ja, gut, okay. Machen wir weiter. Also finde ich jetzt unproblematisch erstmal, weil worauf läuft es hinaus? Ich finde, wichtig ist jedenfalls, er ist eben allmächtig, allwissend, er weiß alles und er ist halt auch vollkommen und in dem Sinne wahrscheinlich auch moralisch vollkommen. Also er macht nichts Böses. Alles, was er macht, ist super moralisch. Ja, das würde ich gerne nochmal hören. Und also wir wollen ja nichts unterstellen, was sie nicht wirklich sagen, aber ich weiß, was. Ich gehe nochmal kurz zurück. Dass dieses Etwas nicht nur einfach eine Macht hat oder Wissen hat, sondern omnipotent ist und omniscient ist in seinem Wissen, also allmächtig ist, allwissend ist. Das heißt, er ist die höchste Perfektion überhaupt, sozusagen. Also die höchste Perfektion. Das ist jetzt noch kein moralischer. Ja. Touch dabei. Aber wäre ja dann auch moralisch perfekt. Wir haben ja auch schon festgestellt, dass ja auch ein MacBook höchste Perfektion ist. Stimmt. Und da brauchen wir auch keine moralischen Attribute dafür. Das stimmt. Okay. Ich kann nicht irgendwas erschaffen, was nicht so zerstörerisch ist, so wie wir. Also ich gehe jetzt davon aus, okay, wenn jetzt eine Ratte das gleiche Potenzial hätte wie wir, dann würden wir auch die Welt vernichten. Es ist ja relativ normal, dass wir Menschen dahergehen und sagen, okay, wir können uns was nehmen, also nehmen wir es. Und das ist prinzipiell meines Erachtens ganz, ganz natürlich. Das macht auch ein Baum. Ein Baum, da wo er wächst und gedeihen kann, der wächst ja auch da, wo er wachsen und gedeihen kann. Aber trotzdem, warum gibt es sowas wie wir, die wir alles kaputt machen? Ob das die Umwelt ist, ob das uns wir selber sind, ob das, ja, wir zerstören letztlich unsere eigene Lebensgrundlage und das machen Tiere nicht. Gut, das ist ja jetzt eigentlich so ein Versuch anzugreifen, das Argument der Perfektion. Ne? Mm. Wenn Gott perfekt ist und Perfektes hervorbringt, wie kann es dann sein, dass wir so zerstörerisch sind? Und so wird das Zerstörende als das Nicht-Perfekte wahrscheinlich auch gedeutet. Ja, ich weiß nicht. Die haben sich ja vorher schon scheinbar über Menschen und Tiere unterhalten, bevor das Video dann irgendwie anfängt. Vielleicht war da irgendwo ein Argument. Ich glaube, das ist übrigens empirisch falsch. Es ist nicht so, dass Tiere nichts zerstören. Ja. So im Laufe der Evolution. Wahrscheinlich meint er eher, dass wir ja auch durch technische Hilfsmittel so viel zerstören können, dass wir unsere eigene Lebensgrundlage, also mehr zerstören, als dann wieder nachwachsen kann, sodass es eben nicht mehr ausgeglichen werden kann. Wobei das in der also in der biologischen Welt es das auch gibt. Aber er sagt auch, dass Tiere das machen, oder nicht? Er sagt, Tiere Tiere, Pflanzen und Menschen zerstören Sachen. Er sagt auch, dass der Baum, wo er kann, einfach wächst und sich ausbreitet. Ah, okay. Und so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir Menschen eben auch. Lass uns das ruhig nochmal anhören. Okay, ja. Gucken wir mal, wie es weitergeht. So was wie wir. Die wir alles kaputt machen. Nochmal. Da wächst ja auch da, wo erwachsen Gedanken. Aber das ist prinzipiell meines Erachtens ganz, ganz natürlich. Das macht auch ein Baum. Ein Baum, da wo er wächst und gedeihen kann, da wächst ja auch da, wo erwachsen Gedanken. Aber trotzdem, warum gibt es sowas wie wir, die wir alles kaputt machen? Ob das die Umwelt ist, ob das uns wir selber sind. Muss ich nochmal den Kontext mir anhören. Können wir rausschmeißen. Die Menschen dahergehen und sagen, okay, wir können uns was nehmen, also nehmen wir es. Und das,
Das ist prinzipiell meines Erachtens ganz natürlich. Das macht auch ein Baum. Ein Baum, da wo er wachsen und gedeihen kann, der wächst ja auch da, wo er wachsen und gedeihen kann. Aber trotzdem... Ja, es sagt ja jetzt, der Mensch nimmt sich alles und der Baum macht es auch. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, okay. Mal gucken, worauf das hinausläuft. Und ohne Rücksicht natürlich wächst auch ein Baum, wenn er kann, immer weiter und zerstört dabei. Also wenn Pflanzen in Konkurrenz zueinander sind, gibt es ja auch die, die eben höher wachsen und den anderen dann das Licht wegnehmen. Da können dann nur noch die Schattengewächse gedeihen. Okay. So was wie wir, die wir alles kaputt machen. Ob das die Umwelt ist, ob das uns wir selber sind, ob das... Ja, wir zerstören letztlich unsere eigene Lebensgrundlage und das machen Tiere nicht. Das okay. machen Pflanzen nicht. Ja, da hast du recht. Ja, Bäume würden ihre eigene Lebensgrundlage nicht zerstören, sagt er. Das ist wahrscheinlich nicht korrekt. Nö, also das ist die denken ja da nicht drüber nach, vor allem. Naja, außerdem ist die Biosphäre ist ja jetzt in dem Sinne nicht statisch. Da hat sich ja in den letzten 4 Milliarden Jahren unheimlich viel getan. Über 99% aller Arten sind irgendwie ausgestorben. Ein Gleichgewicht oder so gibt es da alles nicht. Das ist einfach nur so eine etwas naive Vorstellung, die Leute von der Natur haben. Aber ist jetzt, glaube ich, auch für den religiösen Kontext nicht relevant. Ich glaube, worauf er hinaus will, ist, wieso Gott uns als quasi moralisch schlechte, widersprüchliche, zerstörerische Wesen geschaffen hat. Das ist, glaube ich, sein Einwand gegen einen guten Gott. Ja, aber es enthält trotzdem so ein bisschen naturromantische Sprache, dass die Natur das ja nicht macht, ein Baum macht das ja nicht, als ob, es wird ja auch oft so im Volksmund so als die Weisheit der Natur und so weiter, die immer im Gleichgewicht bleibt, die denkt ja nicht drüber nach. Das sind Systeme, die in Abhängigkeit von ihren Ressourcen sich auf bestimmte Art und Weise verhalten, schon wieder das falsche Wort, sich ausprägen eben und auch wieder zurückgehen, wenn andere Parameter Oberhand gewinnen oder so. Das ist ja kein reflexiver Prozess. Genau, und wenn du jetzt, irgendeine fleischfressende Spezies hast, dann fressen die im Prinzip so lange ihre Nahrung, wie Nahrung da ist. Und die fressen dann auch, wenn jetzt die Nahrung nicht schnell genug nachwächst, aus irgendwelchen Gründen, dann halt auch ihre Nahrung ganz auf. Ja, und dann verhungern sie selber. Also nicht auf die Idee kommen, sich selbst zu rationieren. Genau. Sagen, wir müssen ein bisschen fasten, wir können uns nur noch eine Gazelle die Woche leisten, weil wir warten müssen, bis die Population sich wieder vermehrt hat. Genau. Berechtigte Frage. Und warum? Ja. Warum erschafft er sowas? Also der muss er dann in seiner Omnipotenz oder in seiner Allwissenheit das alles vorweggesehen haben. Hat er Spaß daran? Wie kommt er darauf? Ja, sehr guter Punkt. Und die islamische Erklärung zu dieser Frage ist, dass die Existenz hier von uns Menschen, die ja begrenzt ist, ja 50, 60, 70, wenn es gut läuft, vielleicht 80 Jahre, nicht aus Spiel ist, sondern dass Gott uns aus einer gewissen Weisheit erschaffen hat. Und diese Weisheit ist, dass er uns prüft. Dieses Leben ist eine Prüfung. Und er prüft uns mit Gutem, also auch mit Schlechtem. Das heißt, wenn wir davon sprechen, dass... Und also er hat... Interessant ist, dass der Gentleman mit dem Rucksack ja die Frage gestellt hat, hat Gott Spaß daran? Ja. Und der andere sagt jetzt, die islamische Antwort ist, dass Gott uns prüft, in Gutem wie im Schlechten. Aber er beantwortet nicht die Frage, ob er Spaß daran hat. Denn warum sollte mich jemand prüfen wollen? Ich gehe doch viel leichter durchs Leben ohne Prüfung. Ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein klassisches Argument gegen die Frage, warum schafft denn Gott Böses? Das mit dem Test. Also wir werden getestet, damit dann entschieden wird, wer kommt ins Paradies und wer kommt in die Hölle. Ja, das ist eine klassische Antwort darauf. Ja, genau. Und da habe ich dann sofort die Frage, naja, wenn Gott allwissend ist, warum braucht er uns dann zu testen? Er weiß ja schon, wie das ausgeht. Auch wenn es einen freien Willen gäbe, wüsste er, wenn er allwissend wäre, natürlich trotzdem, wie es ausgeht. Und dann könnte man sich den Test ersparen. Wir als Lehrer zum Beispiel, wir würden ja wahrscheinlich das Abi wegfallen lassen, wenn wir wüssten, was dabei rauskommen würde. Ja?
da haben wir dann, das ist ja für die meisten was ziemlich Unangenehmes, ja, sowohl für die Lehrer als auch für die meisten Schüler. Und wüssten wir es schon im Vorhinein, könnte man sich das ja eigentlich ersparen. Und wenn Gott allwissend ist, dann braucht er halt keinen Test. Genau, das ist eine logische Widersprüchlichkeit. Und die andere, also wir können das vorwegnehmen, es wird darum gehen, dass du dann natürlich später im Paradies leben wirst, abhängig von deinen, vom Ergebnis deiner Prüfungen und so weiter. Mhm. Aber das beantwortet nicht die Frage, warum es dieses ganze Konzept gibt. Gott hätte sofort ein Paradies schaffen können, mhm, in dem wir ohne Prüfung alle glücklich und perfekt leben. Ja. Ich glaube, die Idee dahinter ist, dass man sich das verdienen muss. Das ist so ein. Ja, aber warum? Ja, das weiß ich auch nicht. Also Nietzsches Erklärung für Religionen ist ja, dass was wir heute als, also die Umkehr des, die Umkehr der, wie nennt ihr das? Die Umkehr der Werte und so weiter, das ja ursprünglich das Gute, das Starke mal okay bedeutet hat. Und er bezieht es ja aufs Christentum, dass aus dem Ressentiment des Besiegtwordenseins, des Opfergewordenseins, des Versklavtwordenseins eine gewissermaßen Sklavenmoral mhm sich etabliert hat, dass wir die Schwachen am Ende aber die Guten sein werden und dass unser Sieg im Jenseits dann erfolgt, sodass mhm man sich das Leben im Diesseits erträglich gestaltet hat, mit der Erklärung, dass wir eine Prüfung zu bestehen hätten und die Starken bestehen sie eben nicht, weil sie sich unmoralisch verhalten, die werden mhm dann im Jenseits bestraft und so macht es unsere diesseitige Existenz erträglich. Ja, wobei er das, glaube ich, aufs Christentum nur bezieht. Und ja, das sage ich ja. Ja, im Islam ist das ja, glaube ich, nicht so. Da ist durchaus so, dass die Starken auch dann ins Paradies kommen. Ich weiß nicht. Also wenn wir hier weiter zuhören, ja, wird jeder geprüft. Ja. Auch die Starken und Reichen und Wohlhabenden, ja, die sind im Grunde verpflichtet, ständig andere auch zu unterstützen, ja, und Bettler zu unterstützen und eben nicht brutal zu herrschen und so ja weiter, sondern auch diese milden Attribute zu haben. Ja, ja, sicherlich. Aber es ist halt jetzt nicht so diese Sklavenmoral, glaube ich, die der Islam hat, ja, die jetzt Nietzsche im Christentum sieht. Ja. Also nicht nur eine für die Loser, zumal ja auch die... Ja, zumindest halt, dass du nicht einfach dir nimmst, was du dir nehmen kannst, weil du der Stärkere bist. Das wäre ja dann, weil du das als Sklave auch nicht kannst, weil du stets unterdrückt bist. Ja. Du hast eher Eigenschaften wie Zusammenhalt, gegenseitig dir helfen und so weiter und nicht so eine Eroberungsmentalität und Unterdrückungsmentalität. Also die Schwachen halten zusammen. Ja. Also Nietzsche hat das ja auch Herdenmoral auch genannt, ja. Mm. Dass die Herde zusammenhält und auch keiner ausbricht und da besonders auffällig sich anders verhält und in der gegenseitigen Schwäche sich dann wieder stärkt und eher die so Eigenschaften eben wie Unterstützung und Sanftheit und so weiter hat und nicht Raubzüge und ja Landgewinnung und so weiter, Territorien ja, aber, zu gewinnen. Also ich würde mal vermuten, dass es im Islam der Schwerpunkt dann aber trotzdem, wie gesagt, nicht so auf die Schwachen geht, sondern meinetwegen auf alle. Und auch auf die Starken, aber die Starken müssen dann halt gerecht sein. Ja? Mhm. Sie müssen ihre Macht und ihre Stärke für das Gute einsetzen. Ja. Und dann kommen sie ins Paradies, wenn sie das missbrauchen. Also Machtmissbrauch ist auch im Islam bestimmt was da gegeißelt wird. Ja. Genau, und das Gute ist eben laut Nietzsche ursprünglich das Starke. Das, was ich ja was nehmen kann und was andere unterdrücken kann. Ja. Okay, aber jedenfalls, also bei ihm ist jedenfalls das Argument, es ist ein Test und deshalb können auch alle möglichen schrecklichen Sachen passieren. Das ergibt sich halt, wenn man Leute testet und sie halt versagen, dann tun Menschen Schlimmes an. Und der klassische philosophische Einwand dagegen ist, wenn Gott allwissend ist, dann braucht er den Test nicht. Und außerdem ist es natürlich für die Opfer echt scheiße. Ja.
in der Gaskammer, also ich meine, man darf nicht, also wir würden ja als Lehrer jetzt quasi beim Abi auch nicht jetzt die moralischen Fähigkeiten von oder das moralische Wissen von jemand dadurch prüfen, dass wir sagen, hier ist ein kleines Kind, mach mal mit dem was. Mhm. Das ist jetzt am Verhungern. Und wenn jetzt der Schüler es verhungern lässt, okay, dann kriegt er 0 Punkte. Und wenn er ihm was zu essen gibt, dann kriegt er zumindest irgendwie eine 2. Da würden wir ja sagen, dass man eigentlich auch nicht auf Kosten von, also des schrecklichen Leidens von Leuten, andere testen darf. Ja, aber selbst die, die leiden, die werden ja auch getestet. Also jedenfalls würde ich das, das stimmt. Wird jetzt zwar hier nicht gesagt, aber ich denke da an Hiob und so weiter. Ja, die, es gibt ja auch einen Zusammenhang zum Alten Testament, zum Islam. Und dass eben die, die schon im Elend sind, eben in ihrem Glauben geprüft werden und nicht vom Glauben abfallen sollen und zuversichtlich stur eben doch ihr gottgefälliges Leben versuchen zu führen und dann die große Belohnung am Ende kriegen. Wobei da dann natürlich die Frage ist, wieso ist sozusagen so ein religiöser Optimismus jetzt was, was mit dem ewigen Paradies belohnt werden sollte? Ja. Das ist ja nun, naja, man kann halt optimistisch sein oder nicht, aber weil es ja nicht vernünftig ist, jetzt zu glauben. Dass du eben deinen Schöpfer anerkennst und ihm unterwürfig bist. Wie es ja von Faust schon behauptet wird. Aber Gott vertrauen, darum geht es ja, also würde man jetzt wahrscheinlich so im Christentum sagen, Gott vertrauen ist ja an sich, warum sollte Gott vertrauen belohnenswert sein? Ist ja bloß ein Gefühl. Und das nützt ja auch keinem. Also ist ja nicht so, dass man damit was Gutes, es ist tatsächlich so ein Anerkennungsding, das denke ich auch. Und ich glaube, dahinter steht die Idee von Allah oder von Gott als so einem strengen und gerechten Vater. Ja? So aus einer Kleinkinderperspektive. Also Freud hat versucht, sich das so zu erklären. Du hast so einen strengen, aber gerechten Vater oder du wolltest jedenfalls einen haben. Und der erwartet natürlich, dass man ihn anerkennt. Und der kann auch alles und der weiß auch alles und der ist auch allmächtig, wenn du klein genug bist. Und dann projizieren die Leute diese Erfahrungen dann halt im Prinzip in den Himmel, wenn sie dann erwachsen sind. Ja. Weil das auch so einen Trost gibt. Aber ist natürlich auch kein überzeugendes Argument. Deswegen also nicht Gott vertrauen, glaube ich, als Selbstzweck, sondern als Folge, dass du keine Wahl hast, dich Gott zu unterwerfen und dann aber auch zuversichtlich bist, dass das auch belohnt wird, wenn du seine Herrschaft anerkennst und seinem Willen folgst. Aber natürlich ist es auch unfair, man würde sagen, warum wird mein Nachbar nicht geprüft? Ja? Ich habe gar keine Lust auf diese Prüfung. Warum Stimmt. Und auch da weiß ja Gott, wenn er allmächtig ist, schon vorher, ob man sich ihm unterwirft oder nicht. Von daher ist das irgendwie auch unplausibel. Aber es passt halt zu dieser Vorstellung eines absolutistischen Herrschers. Der erwartet natürlich Anerkennung, auch symbolische, und Unterwerfung. Das ist und übrigens, dann belohnt er einen. Übrigens eine sehr wichtige Lektion in Logik, weil ich immer wieder so Kommentare kriege, dass ja, was Marcel Krass oder andere, also Marcel Krass habe ich ja auch schon kommentiert, es ist logisch, was er sagt. Ja, was verstehen die unter Logik eigentlich? Die verstehen darunter so eine Alltagsplausibilität irgendwie. Und wenn du jetzt sagst, wenn jemand schon allwissend ist, dann ergibt es ja keinen Sinn, wirklich noch zu prüfen, weil man eigentlich schon weiß, was dabei rauskommt. Das ist eine echte logische Widersprüchlichkeit in einer Behauptung. Mhm. Also ja, bevor jetzt einer schreibt, wir werden unlogisches Zeug reden. Ja, Logik ist tatsächlich was sehr Formales und ich würde sagen, wenn man tatsächlich Philosophie studiert hat und nicht also nicht im Prinzip nur Theologie, dann wirst du total drauf trainiert, dass dir logische Widersprüche auffallen und dass Begriffe unscharf sind, sodass man mit ihnen eigentlich gar nicht logisch dann argumentieren kann und so. Ja. Kann ja kurz, also in meinem Studium in Tübingen war es so, dass wir
Also wir müssen auf jeden Fall einen Logikschein machen. Es war ein oder sogar zwei Semester lang Logikseminar, formale Logik, Aussagenlogik, Quantorenlogik und so weiter. Also das ist Pflicht im Philosophiestudium. Ja. Ich weiß nicht, bei euch auch in Nee, also in Frankfurt? Frankfurt ist der Kelch zum Glück bei mir vorbei, Ah. also vorübergegangen. Aber ich habe halt mal in ein paar von diesen Reklambändchen, diesen kleinen gelben, dazu reingeguckt. Und das ist schon ganz schön knifflig. Ja? Also mit diesen Ja. ganzen Symbolen, das ist im Prinzip Mathematik. Ja. Ja? Und schadet auch nicht, würde ich sagen. Ist jedenfalls, du hast vollkommen recht, was ganz anderes als dieser Straßenlogikbegriff. Das ist logisch im Sinne von, das finde ich irgendwie überzeugend. Ja. Es ist eben so, dass die eigentliche Bedeutung von Logik in der Philosophie oder in der Argumentation ja die Lehre vom folgerichtigen Schließen besagt. Das heißt, es gibt ganz klare formale Kriterien, nach denen man sagen kann, dass eine Aussage zwingend und notwendig aus vorherigen Prämissen, denen man zustimmt, folgen muss. Und das ist wirklich wie der Mathematik, da gibt es dann richtig und falsch. Und die Voraussetzungen muss man dann halt kritisch prüfen, ob die wirklich zustimmungsfähig sind. Genau. Der Schluss ist nur, also nur dann wahr, wenn die Prämissen wahr sind. Ja. Ja. Und sonst halt nicht. Genau. Aber das Gut. ist ein großes anderes Thema. Ja, genau. Dann machen wir Mehrere weiter. Semester. Wie soll man denn prüfen, wenn man jemanden nicht Steine in den Weg legt, in gewisser Weise? Und die Tatsache, dass er uns prüft, ist nicht, weil er uns hasst. Ganz im Gegenteil. Der Professor an der Uni, der prüft dich auch nicht, weil er irgendwas gegen dich hat oder ein Problem mit dir hat. Ein Lehrer Stopp, stopp, prüft dich, stopp, weil er das stopp. Beste aus dir rausholt. Also Ich lasse das nochmal kurz wiederholen. Auch nicht, weil er irgendwas gegen dich hat oder ein Ja. Problem. Und die Also ich Tatsache, dass er kenne. uns prüft, ist nicht, weil er uns hasst. Ganz im Gegenteil. Der Professor an der Uni, der prüft dich auch nicht, weil er irgendwas gegen dich hat oder ein Problem mit dir hat. Ein Lehrer prüft dich, weil er das Beste aus dir rausholen Also jetzt möchte. stopp, ja? Ja, Das ist ja ich gerade so weiß. ein Pen. Stopp! Also, Was höre ich da? ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber bei deutschen Professoren ist es so, da gibt es welche, die sind tatsächlich nett und die wollen einen, die prüfen einen deshalb, weil sie wissen, das motiviert einen, ihnen vorher gut zuzuhören und ohne Prüfung würden sie einem nicht zuhören. Aber es gibt natürlich auch Professoren, die wollen dich einfach in der Prüfung dir zeigen, wie doof du bist, ja? Und die sind auf einem Kreuzzug gegen die Dummheit. Man muss mal Jura studiert haben, da fliegt in jeder Klausur fliegen ein Drittel der Leute raus und die Leute, die das prüfen, die machen das gerne. Ja? Die sagen, ja, das geht gar nicht, ja. Und von daher ist das albern zu sagen, die wollen alle das Beste von dir. Gut, aber ich glaube, was er meint, ist eher die Form des Bildungssystems, das halt dann die Prüfung erfordert. Oder? Und dass dann so ein paar individuelle Sadisten oder so gibt, die sich dann Spaß draus machen, das mag sein, aber das universitäre System erfordert einen Leistungsabruf, um dir ein Ja. Zertifikat letztlich zu geben. Ja, So habe ich das eher verstanden. es geht um Selektion. Aber ich glaube, da stellt er auch die falsche Frage, also, weil ich habe jetzt mit dem, was schrecklich ist auf der Welt, gar nicht das Problem, dass ich das Gefühl habe, Gott hasst uns. Ich habe das Problem mit den Opfern des Testens, ja, und wieso er denen nicht hilft. Ja. Statt dass er was gegen die Leute hat, die er testet. Ja. Und jetzt, Ja, wenn du das. natürlich sagst mit dem Opfer, ja, also gibt es ja diesen Fall von diesem Österreicher, der seine Tochter oder mehrere seiner Töchter 17 Jahre lang im Keller gefangen gehalten hat und vergewaltigt hat regelmäßig. Und dann zu sagen, ja, das war ein Test für deren Gottvertrauen, ja. Das ist natürlich zynisch. Ja, genau, zumal also die auch, also zumindest die eine von den beiden, weil sie quasi im Keller geboren wurde, auch gar keinen religiösen Kontakt gehabt hat. Die kannte bloß ihren Vater und ihre ebenfalls versklavte Schwester. Aber es ist halt einfach nicht moral. Also ich denke, es ist herzlos, jemanden wirklich zu quälen, um zu gucken, ob er weiter an dich glaubt. Das ist interessant. Ich nehme
nachher auch so ein paar Beispiele von Unschuldigen, die einfach sterben, Kinder, die früh sterben oder behinderte Menschen und so weiter, die dann instantan eh einen Platz im Paradies haben. Aber wenn die wirklich überhaupt keine Chance haben, von diesem Konzept Kenntnis zu haben, warum müssen die dann über Jahre oft schweres Leid durchleben angesichts eines allwissenden und offensichtlich allguten Gottes? Warum wäre denn nicht verpflichtet, sie schnellstmöglich zu erlösen und direkt ins Paradies zu befördern? Was sollten die für eine Prüfung bestehen, von der sie nichts wissen? Ich würde sagen, da ist die Standardantwort. Ich weiß nicht, ob er die auch bringt. Naja, die kommen dann ins Paradies und das ist ewig. Und im Vergleich zu den 20, 30, 40 oder 50 Jahre Leiden auf Erden ist natürlich die Ewigkeit ein Nichts. Ja, aber andere leiden eben in der Zeit nicht und kommen auch ins Paradies. Das auch. Das Aber könnte auch man als 50 Jahre unfair Leiden ist sehen. schrecklich. Das ist der Punkt. Selbst wenn Bitte? ich, aber Ja, ja, eben, sage ich ich ja. würde auch sagen, auch die 50 Jahre Und Leiden andere auch. tun das eben nicht und kommen Ja. vielleicht auch ins Paradies. Ja, aber selbst wenn jetzt alle 50 Jahre leiden würden, ist 50 Jahre Leiden absolut schrecklich. Und nur weil es mir dann danach besser geht und ich das irgendwann mal vergesse, gab es trotzdem entsetzliches Leiden. Und darüber geht man dann so hinweg, indem man einfach dann so sagt, ja, das vergisst du dann später und ist alles in Ordnung. Und in dem Augenblick sind, können ja auch nur wir, die das erleben, die Referenz sein. Und wenn du wirklich, also die Zeit dehnt sich ja auch unheimlich, wenn du sehr leidest. Also wir sehen uns ja manches Leid an und können und denken, es ist unfassbar, wie ein Mensch 30 Jahre lang sowas überlebt haben kann und nicht wahnsinnig geworden ist dabei. Ja. Das ist eine Bagatellisierung dann, wenn man sagt, im Vergleich dazu ist die Ewigkeit im Paradies nichts. Sie hilft mir ja in dem Augenblick nicht Ja, weiter. würde ich auch sagen. Machen wir weiter. Nun, das Ding ist, wir vergleichen nicht Gott mit einem Lehrer, aber Gott prüft uns eben mit Wir bestimmten schon. Dingen, bei denen wir nicht unmittelbar eine Weisheit erkennen, warum es so ist. Aber er hat eben diese vollkommene Weisheit und er will das Beste aus uns holen. Das Beste dabei ist das ewige Paradies. Was schade ist, dass einige ja gar nicht zu dieser Möglichkeit kommen, eine Herausforderung zu bekommen, beziehungsweise die nur sehr begrenzt ist, wenn sie zum Beispiel sehr früh sterben oder vielleicht auch getötet werden durch einen Unfall oder durch Mord. Das ist halt, da finde ich es dann interessant, na, was ist mit denen? Also nicht, weil irgendwie die Menschen nicht unschuldig wären, okay, aber es scheint so, als ob manche mit ihrer Art und Weise zu leben doch besser zurechtkommen als andere. Warum kann es beispielsweise sein, dass welche davon profitieren, andere auszunutzen, anderes Leben auszurotten, sich auf Kosten anderer zu bereichern? Warum sind solche Menschen, warum werden die nicht irgendwie mal bestraft? Ich meine, vielleicht werden die auch bestraft, Ja, und ich finde vielleicht das liegen die ja. weinend in ihrem Bett irgendwann oder Ja. spätestens auf dem Totenbett, aber Darf ja. ich wissen, wie Sie heißen? Nö. Nichts. Nein, mein Okay. Name ist Chris. Chris, okay. Sertac, mein Name. Schau mal, Chris. Wie ist dein Name? Sertac. Sertac. Sertac, türkischer Name. Sergin. Nennen Sie mich Sergi. Sertac. Sergi, ja. Schauen Sie. Du. Darf ich duzen? Okay, super. Chris. Und das ist sehr schön an diesem Gespräch zu erkennen. Die Fragen, die du stellst, verweisen innerlich auf eine gewisse Sehnsucht, in einer Welt leben zu wollen, wo das nicht existiert. Und das ist ja auch der Fall. Zumindest. Wir nennen diesen Ort Paradies, wo es das nicht geben wird. Aber diese Welt ist eben als Prüfung gedacht. Und der Islam hat sehr vernünftige Ansätze zu den Fragen, die du hast. Beispielsweise jemand, der nicht ein höheres Alter erreicht. Wir glauben, dass Kinder, bevor sie die Pubertät erreichen, das heißt zwischen richtig und falsch moralisch nicht unterscheiden können, in das Paradies gehen. Und das Paradies ist unvergleichlich zu den 30, 40, 50 Jahren, die wir hier mit großen Prüfungen und Herausforderungen leben. Geistig behinderte Menschen kommen ohne Abrechnung in das Paradies. Das heißt, es ist nicht dieses Schwarz-Weiß. Ja, es gibt im Jenseits, das ist das islamische Konzept des Jenseits, da gibt es keinen Mittelweg mehr. Es gibt nur mehr Paradies und Hölle. Aber die einzelnen Stärken und Schwächen, die werden natürlich von Gott und seiner vollkommenen Weisheit in Betracht gezogen bei der Abrechnung. Ich finde das gar keinen schlechten Gedanken, so durchs Leben zu gehen. Ich möchte
Also das mag einen zuversichtlich stimmen, das mag einen stärken in gewissen Situationen. Wer schon irgendwie Vorteile hat, ist angehalten, andere zu unterstützen auf ihrem Weg. Und wem es schlecht ist, der kann zuversichtlich sein, Stärke zu beweisen und durchzuhalten und trotzdem noch eine Zuversicht zu haben. Warum wir das eigentlich machen, finde ich, ist ja, sind ja die ethischen Dimensionen, die sich daraus ergeben. Also ab wann, und darum geht es ja leider jetzt in dem Video nicht, aber damit die anderen auch verstehen, warum wir das überhaupt machen. Ich finde das gar nicht schlecht, was er hier sagt. Interessant wird es immer erst dann, wenn Regeln auferlegt werden, die wir nach menschlichem Ermessen nicht mehr nachvollziehen können und uns darauf berufen, dass nur das perfekte, allwissende Wesen Gott es für gut oder schlecht befindet und wir es gar nicht nachvollziehen können. Also Stichwort, worüber wir uns in letzter Zeit öfter häufiger unterhalten haben, Homosexualität, Verbot von Homosexualität oder die ganzen Verbote von Freizügigkeit, die Menschen vielleicht gerne hätten, die in dieser Kultur aufgewachsen sind, die es nicht erstmal frei entscheiden konnten und die dann in Auseinandersetzung geraten mit ihren Wurzeln, mit der älteren Generation und verstoßen werden oder bestraft werden, weil sie eine andere Vorstellung von Gut und Böse hat. Und die Vorstellung, die Gott scheinbar vorgibt, nicht nachvollziehen können. Das ist ja das, was uns eigentlich interessiert daran. Also das, was er jetzt hier sagt, ist geschenkt und klingt nicht Ja, schlecht, ja, da kann ich das jetzt mit den auch. Behinderten und den Kindern finde ich gut. Also es ist besser als im Christentum. Ich glaube, da kamen ja die Ungetauften zumindest, kamen dann in den Limbo. Das war so eine Art zwischen Himmel und Hölle und so. Ist jetzt abgeschafft worden von den Katholiken vor ein paar Jahren. Aber der Punkt ist, das ist natürlich als Vorstellung, entweder du bekommst das Paradies oder die Hölle und es gibt nichts dazwischen. Ja. Das ist natürlich auch merkwürdig. Man würde ja sagen, naja, je nachdem, wie gut oder wie schlecht man war, wird man dann halt mehr oder weniger bestraft Ich meine, ich habe oder in dem belohnt, Kontext oder? aber auch schon gehört, dass dass du eine gewisse, also dass es zeitlich begrenzt ist. Je nach deinem Sündenstand schmorst du das erstmal ab in der Hölle und am Ende bist du dann doch im Paradies. Habe ich in Bei den anderen Muslimen Kontexten. oder Ja, bei den bei Christen? den Muslimen. Okay. Aber dafür haben wir hoffentlich noch muslimische Zuschauer, die noch dran Stimmt. geblieben sind. Ihr könnt da gerne in den Kommentaren schreiben, wenn wir was oder uns da belehren. Nach meinem Halbwissen, wie ich es bisher so in verschiedenen Videos und auch in Schülergesprächen aufgeschnappt habe, ist das vergleichbar vielleicht mit dem christlichen Fegefeuer, dass Ja. es zeitlich begrenzt ist und man dann, oder es mag, also es gibt auch eine Abstufung, wahrscheinlich gibt es auch eine Schwere von Schuld, die dich dann ewig in der Hölle schmoren lassen wird. Okay. Aber da baue ich auf unsere Zuschauer, die uns da gern ein bisschen weiterhelfen können. Ja, ich könnte mir vorstellen, also der Islam, das sind ja über 1 Milliarde Leute, da gibt es unterschiedliche Strömungen, wie auch im Christentum. Wahrscheinlich gibt es welche, die halt das so sehen und andere sehen so. Müsste man dann halt irgendwie mal gucken. Ansonsten, was mir noch dazu einfällt, ist dieses, naja, gut, Behinderte, die sind im Prinzip nicht testfähig. Und Kinder, aber das ist dann, da gibt es dann auch Abgrenzungsprobleme. Also wie dumm oder wie klug musst du denn sein, um schuldfähig zu sein? Also das gleiche Problem gibt es natürlich auch im Strafvollzug in Deutschland zum Beispiel. Ja. Wenn du eine IQ von 80 hast, oder dann bist du dann in der Lage, qua Vernunft einzusehen, dass der Koran die letzte Offenbarung von Allah ist? Ja. Okay, wie ist es bei 75? Ja. Ich kann Ab mir wann bist du geistig vorstellen, behindert? das ist das auch wieder ein bisschen geraten, aber dass das an Rituale gebunden ist, so wie bei den Christen die Konfirmation. Also ihr Ja. ist halt an die Pubertät gebunden und in dem Alter, ich weiß nicht, wie es im Islam gibt, aber gibt es wahrscheinlich eine Zäsur, wo du dann final eintrittst und als verantwortlich anerkannt wirst und vielleicht passiert es dann mit
geistig Behinderten und so weiter nicht nicht selbst sind. Also im Christentum kennt man ja, dass du irgendwann mündig bist und nochmal bestätigst, dass du jetzt der christlichen Gemeinschaft angehören möchtest und wirst dann eingesegnet. Ja. Ich weiß nicht, ob es was Ähnliches im Islam auch gibt. Ich habe tatsächlich mal gefragt und die haben eigentlich gesagt, es gibt nichts. Ich habe auch noch von nichts gehört. Das würde mich dann interessieren, tatsächlich. Wobei, wahrscheinlich wäre die Argumentation, naja, Gott, wenn er allwissend ist, dann kann er da auch schon die richtige Grenzziehung machen und da bist du halt nicht schuldfähig und wirst auf jeden Fall belohnt und ab dem halt dann nicht. Wobei auch da ich nicht ganz nachvollziehen kann, wieso, dann solltest du ja eigentlich versuchen, möglichst früh zu sterben, da hast du ja Glück gehabt, weil dann wirst du nicht geprüft, wenn du schon mit 12 oder was weiß ich. Und dann kommst du direkt ins Paradies. Und auch die Behinderten, das ist eigentlich das, was man dann wünschen sollte, dass man geistig behindert ist, weil man dann ja auch ins Paradies kommt und nie in Versuchung geführt wird. Ja. Was ja eigentlich auch, weiß ich nicht, also gerecht scheint mir das auch nicht zu sein. Ja, oder du wirst eben mit offenem Rücken geboren und leidest jahrzehntelang und vegetierst vor dich hin. Ja. Bevor du dann ins Paradies kommst. Ja, das kommt dann noch dazu wahrscheinlich. Aber würde mich interessieren, was er dazu sagt oder was halt einfach andere Leute dazu sagen, dass dieses, hat man es denn verdient, als Behinderter oder als Kind dann ins Paradies zu kommen? Weil da hat man ja nichts für getan. Ja? Ja, wie passt das dazu, dass die aber dann halt vernünftig werden, was dafür tun müssen? Ja? Dann wieder zurück zu deiner Frage, wieso wir nicht gleich eigentlich, wieso Gott die Welt nicht gleich als ein Paradies geschaffen hatte. Oder zumindest einen Ort, wo die Menschenrechte respektiert werden. Das muss ja noch kein Paradies sein. Ne? Aus dieser Perspektive, ja, es gibt diesen Ort, nach dem du dich sehnst. Also das habe ich jetzt ein bisschen entnommen. Aber es ist nicht die absolut Welt. So ist es, absolut so ist es. Und diesen Ort nennen wir Paradies. Okay. Und da wollen wir alle hin. Und deswegen nehmen wir uns die Zeit hier für ein Gespräch. Und versuchen natürlich, unsere Mitmenschen einzuladen und in der Hoffnung, dass man Hand in Hand ins Paradies eintretet. Ja. Mach nochmal Stopp. Wie findest du eigentlich den Typen so als Charakter? Wie kommt er so rüber für dich? Also ich meine jetzt nicht den Rucksackträger. Ja, ich habe genau darüber jetzt auch nachgedacht, dass mich das eigentlich ein bisschen aufregt, wenn ich nicht viel davon kennen würde, erscheint er mir natürlich extrem sympathisch und zuvorkommend und ja, auch durchaus klug, aufgeweckt, sehr, sehr freundlich. Und ich habe mich halt schon viel mit Religion auch auseinandergesetzt und habe so diesen Vergleich zu den Zeugen Jehovas, die ja auch extrem positive Außenwirkung haben. Auch unter Arbeitskollegen sind die extrem geschätzt im Berufsleben. Ich selbst habe schon in der Schule mit Zeugen Jehovas zusammengearbeitet. Null Probleme, absolut vorbildlich. Aber ich weiß halt, was im Hintergrund für Probleme entstehen können. Und das wird halt in diesen Gesprächen natürlich nicht thematisiert. Also ich denke halt immer wieder ans klassische Umgang mit Homosexuellen. Oder ich habe selbst in der Schule immer wieder zu Konflikte mitbekommen zwischen Schülerinnen, die ja in der westlichen Kultur dann sozialisiert sind, die aber sehr traditionelle Eltern haben und die eine andere Vorstellung von ihrem Leben haben, die dann einen Freund haben, ohne verheiratet zu sein oder so. Denen wird von der ganzen Community die Hölle heiß gemacht. Und das würde mich halt interessieren, wie da der Umgang dann ist. Das ist interessant, weil, also ich finde, dass er tatsächlich ziemlich authentisch freundlich rüberkommt. Ich habe da schon Leute erlebt, also meine Erfahrung ist, ja schon, das ist klar, so, würde ich schon sagen. Dass es so zwei Arten so von religiösen Charakteren sozusagen gibt, so als Extreme und dann so ganz viel dazwischen. Und es gibt die tatsächlich so charakterlich, wo man sagen würde, jetzt mal abgesehen von dem, was du jetzt sagst, ja, wenn sie eine Religion vertreten, die moralisch problematisch ist, sind die aber charakterlich freundliche, sympathische Leute. Und dann gibt es am anderen Ende die haben sehr offensichtlich was sehr Autoritäres.
Na? Und das merkst du auch sehr schnell, wenn du dich mit ihnen unterhältst. Finde ich ganz, ganz unangenehm. Nee, Also das würde ich jetzt bei ihm auch nicht sagen. was sehr Dogmatisches und wo du, also bei, das ist nicht nur typisch für bestimmte religiöse Leute, gibt es auch bei orthodoxe Marxisten zum Beispiel. Da bin ich, kannst du das genauso beobachten. Und ich finde, also ihm nehme ich das tatsächlich ab, dass er ein vergleichsweise wirklich umgänglicher Typ ist. Ja. Aber das macht es gerade philosophisch interessant, finde ich. Ich Ja. nehme ihn auch so wahr. Und du spielst jetzt ein bisschen mit deiner verdeckten Autorität wahrscheinlich auf Marcel Krass ab, den wir uns schon angesehen haben. Und ich will ja demnächst mal ein Reaktionsvideo auf diesen Kanal Al-Hiwar 77 machen. Den nehme ich auch als ernsthaft, authentisch, freundlich und bemüht wahr. Er Ich hat ja aber gar dann nicht. auch, das kennst du gar nicht. Nee, nee, ich nehme Achso, du, ach so, nicht, den okay, Herrn doch. Krass. Also ich finde Nee, der. krass nicht. Ich meine Ach so, okay. den anderen Kanal. Ich weiß nicht, wie der Ah, ja, stimmt. Da habe ich, glaube ich, ja. Sayed Hayat oder wie heißt, wenn ich das Video mache, ich habe auch seinen Namen irgendwo erfahren. Der macht wirklich einen bemühten, offenen, Ja. authentisch freundlichen Eindruck, versucht auch unter den Muslimen zu vermitteln und so weiter, mit problematischen Themen umzugehen. Aber gerade wenn es dann um den Bereich Homosexualität geht, gerade weil sie dann so authentisch freundlich wirken, ist das ja genau unser Job. Also der Philosoph würde sagen, dass man da eine Täuschung aufdecken muss, dass man das Verborgene entbergen muss und was eigentlich dahinter steckt. Ein falsches Konzept, das ernsthaft als die Wahrheit wahrgenommen wird, das viel Leiden hervorbringt. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das dahinter steckt oder ob das quasi daneben ist. Ich kann mir schon Auf was vorstellen, dahinter steckt. dass es, ja, also, dass du, dass man da was entbergen muss oder so. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die in ganz vielen Bereichen tatsächlich gut sind, also in so einem ethischen Sinne tugendhaft, ja, und in bestimmten Bereichen dann aber halt nicht, aber Na doch, aus ihrer sind trotzdem Perspektive dann ja in den schon. anderen Bereichen, haben sie vielleicht Empathie. Also nur weil du vielleicht, also es ist ja denkbar, dass du eigentlich ein ganz freundlicher, tugendhafter Mensch bist, wurdest aber halt so sozialisiert, dass du was gegen Schwule hast. Dann ist dieses gegen Schwule was haben, das ist halt der Teil von deiner Persönlichkeit oder von deinem Wesen, der halt nicht gut ist. Und der Rest kann Aber durchaus aus gut deren sein. Perspektive ist es gut. Ja, klar. Deswegen spreche ich ja, und sie benutzen auch immer den Wahrheitsbegriff. Die Zeugen Jehovas sagen, sie sind in der Wahrheit. Die Muslime sagen auch, dass Allah die Wahrheit ist und Mohammed ihnen die Wahrheit durch Allah, ja. Also dass eben der Islam die Wahrheit ist. Und sie nehmen das ja ernsthaft aus ihrer Perspektive so wahr. Also Ja, viel. die nennen es ja Ja. auch nicht Schwulenfeindlichkeit, das würden wir so nennen. Aber ihr Umgang mit Homosexualität ist für sie unproblematisch. Ja, sicher. Sonst würden sie es ja auch, sonst wären sie auch nicht schwulenfeindlich. Ja, und Aber, also ich meine jetzt, also ich glaube, das Problematische ist, das zu denken, wenn jemand, sagen wir, 90% seiner Zeit und von seinem Wesen her einen guten Charakter hat, dass die restlichen 10% auch gut sind. Und wenn man dann so sympathisch rüberkommt, dann denkt man ja, eigentlich bei allem, was er sagt, ist er in der Wahrheit, wenn einem das jetzt halt so plausibel vorkommt. Und ich glaube, das ist der Fehler. Und das unterscheidet, glaube ich, auch religiöse Leute von uns, Leuten, die Philosophie studiert haben. Für uns gibt es eigentlich gar keinen Philosophen, wo wir nicht sagen, das meiste oder sehr viel ist natürlich falsch. Ja, das finden wir gar nicht mehr plausibel. Es gibt ein paar Sachen, die haben nach wie vor Bestand. Ja, das sind die, die halt in der Geschichte der Philosophie halt auch nach wie vor drinstehen. Von denen können wir noch was lernen. Aber das meiste, was Sokrates oder was Platon gesagt hat oder was weiß ich wer, da würden wir natürlich sagen, das ist Unsinn. Und ich glaube, bei religiösen Leuten, die haben so ein stärkeres Bedürfnis, die Welt in Gut und Böse einzuteilen. Und entweder ist jemand ein perfekter Prophet, so wie Mohammed, den glaube ich die meisten Muslime als moralisch perfekt ansehen, obwohl er ein Mensch ist, und die dann auch gar nichts Böses auf ihn kommen lassen wollen, ja?
obwohl wir dann sagen würden, naja, das ist wahrscheinlich, das wäre ja sehr, sehr merkwürdig, wenn jemand wirklich irgendwie immer als Mensch recht hätte oder immer moralisch das perfekt Gute machen würde. Ja, ja, ich weiß ehrlich gesagt, ja. Also Marcel Krass sagt an einer Stelle, dass es auf Mohammed nicht zutrifft. Okay. Das Allgutsein. Okay. Dieser andere Kanal hat gesagt, ja. es gibt wenige Menschen, nur von denen man sagen kann, dass sie perfekt waren und frei von Sünde waren. Da hat auch nicht Mohammed aufgezählt. Also da bin ich mir nicht sicher. Aber so als kleiner Exkurs zu dem Punkt würde ich tatsächlich anmerken, weil das ich in den Kommentaren schon erlebt habe, sobald ich Kant erwähne, ja. Steht in dem Kommentar, dass sie ja Kantianer sind oder so. Ja, das lässt sich ja daraus nicht ableiten. Also warum führen wir überhaupt große Namen an? Aus Redlichkeit, würde ich sagen, um aufzuzeigen, dass eine gewisse Argumentation nicht von uns kommt. Also zum Beispiel er mit dem beiden Bart, also der Kleinere, sagt ganz oft, und ich habe mir dann gedacht, ja. Und wir versuchen dann oft redlich zu sein, dass wir einen Gedanken schon von Aristoteles kennen oder dass Kant es so formuliert hat und das eigentlich so tragend ist, dass wir heute noch was damit anfangen können und dann zitieren wir das mal oder erwähnen den Namen, aber nicht, weil wir dann damit ausdrücken wollen, dass wir ihm folgen. Er hat gewisse Gedanken geäußert, die sich mal lohnen aufzugreifen und wir machen auch deutlich, dass es nicht unsere Gedanken sind, sondern wir beziehen uns auf jemanden und auch gar nicht aus Autoritätsgründen, einfach um das transparent zu machen, wie die Gedanken, die gedankliche Geschichte dann ist. Ja, also ich hoffe, dass wir so sind, aber ich kenne natürlich auch viele Leute, die Philosophie studiert haben. Das ist übrigens nicht das Gleiche wie Philosoph zu sein. Man hat zwar nur studiert. Philosoph ist, glaube ich, jemand, der das quasi hauptberuflich macht, normalerweise auch an der Uni. Aber es gibt natürlich auch welche, die dann die großen Namen zitieren, um zu zeigen, wie klug sie sind und dann auf eine Autorität verweisen. Das gibt es natürlich auch. Aber das ist gerade nicht philosophisch. Ja? Und so wie du es beschrieben hast, sollte man es eigentlich machen und auch so eine gewisse intellektuelle Demut haben. Ich glaube, die wenigsten Leute haben einen wirklich originellen Gedanken, der auch gleichzeitig noch richtig ist. Ja. Kant also, sagt, es gibt auch originellen Unsinn. Das meiste ist das. So, und im Alltagsvokabular kann man natürlich uns auch in dem Sinne als Philosophen bezeichnen, insofern wir das eben studiert haben, analog zu jemandem, zu einem Architekten, der halt Architektur studiert hat oder ein Germanist oder ein Historiker, weil er Geschichte studiert hat und natürlich Philosophen im eigentlichen Sinne sind wir dann nicht, als insofern, dass wir das studiert haben und unser großer Teil unseres Berufes dann immer noch ist. Ja, aber wir haben es immerhin mal vor quasi 5 Jahren nichts anderes gemacht und ich meine, ein bisschen was sollte ja eigentlich auch hängen bleiben, würde ich mal sagen. Ich mache mal weiter. Ja. Welchen Glauben man jetzt angehört, auch was gegen denen, die quasi Religion oder... Kannst du das ein bisschen lauter machen? Nee, es ist auch voller Lautstärke. Ich sag mal, eigene Interessen durchzusetzen oder Kriege anzusetzen, ob das vielleicht damals die Kreuzzüge waren, ob das vielleicht... Weiß nicht, irgendwelche Leute sind, die in unserer Fußgängerzone einen Terroranschlag verübt. Ja. Also, na gut, da gibt es dann wahrscheinlich keinen Unterschied. Entweder du schaffst es irgendwie, die Prüfung auf der Erde zu bestehen, oder eben nicht. Na, es gibt halt dann nur diese 2 Möglichkeiten. Richtig. Und ein sehr wichtiges Element. Gott sagt im Koran, das ist das heilige Buch der Muslime, Gott erlegt keiner Seele mehr auf an Prüfungen, als sie zu leisten vermag. Das heißt, Gott kennt dich besser, als du dich selber kennst. Ja. Das finde ich einen sehr großen Hammer, ehrlich gesagt. Also ich denke dann immer an Menschen, die aus Verzweiflung sich umbringen. Mhm. Und das ist erstens zeigen sie dadurch, dass sie die Last nicht tragen konnten. Und wahrscheinlich ist das aber aus religiöser Perspektive eine Sünde. Und zwar deswegen, weil Gott gefälligst vorgibt, dass du das tragen kannst. Denn er sagt ja, er legt dir nichts auf, was du nicht tragen kannst. Und indem du ausgestiegen bist durch den Freitod,
versagst du. Genau, und das wird dir dann ein Platz im Paradies verwehrt. Und das ist ja dann so ein Totschlagargument, oder wie soll man das nennen? Ja, das finde ich sehr hart, ehrlich gesagt. Ja, wobei das natürlich logisch ist, wenn du diese Testtheorie hast. Wir würden im Abi ja auch nicht irgendwas fragen, was im Unterricht nicht behandelt worden ist. So, und wo wir auch nicht gesagt haben, schau dir das nochmal an, obwohl wir es im Unterricht nicht behandelt haben. Aber was die damit einfach sagen oder was er damit einfach nur meint, ist, im Prinzip, wenn man tugendhaft ist und sich bemüht, dann kann man das alles leisten, was von einem verlangt wird. Ansonsten ist das übrigens ja ein alter römischer Spruch. Ich weiß, das war in Würzburg, in einem juristischen Seminar war das an die Wand geschrieben, das Unmögliche zu tun, ist niemand verpflichtet. Das ist Vertragsrecht, aber es ist natürlich der gleiche Gedanke, ja, und ist plausibel. Ja. Setzt aber halt eben voraus, ja, dass man halt einen freien Willen hat und im Prinzip auch dann ja, wie du sagst, wenn man es nicht leisten aber da, kann, da ist dann ja, hat man versagt. Da ist, das ist ja im rechtlichen Kontext und, ja, das, und zwar im modernen Recht, das bewusst menschengemachtes Recht ist. Ja, ja, und sicher. Hier gehst du jetzt ja davon aus, dass Gott einen Begriff von Gut hat, den du nicht nachvollziehen kannst und der von dir doch für dich Unmögliches verlangt. Indem du eben geboren bist mit bestimmten Eigenschaften, die du einfach nicht erfüllen kannst. Mhm. Und trotzdem verlangt die Gemeinschaft, die ja wieder eine menschliche Gemeinschaft ist, aber im Auftrag Gottes sich sieht, Dinge von dir, die du eben nicht tragen kannst. Und dann scheidest du aus. Und das wird als Sünde interpretiert. Also das finde ich einen sehr harten und sehr zynischen Satz. Also er würde halt sagen, nur verlieren. Ja. Also wenn du es nicht tragen kannst, liegt der Fehler bei dir. Ja, genau. Er würde sagen, du kannst es, du hast es aber bewusst nicht getan. Ja. Ich denke, das Problem, was dahinter steht, ist, wenn man klug ist, dann macht man natürlich das, was Gott von einem will. Ja? Weil das ist ja extrem selbstschädigend, nicht das zu tun, was Gott von einem will. Wenn man es verstanden hat, dann muss man ja wirklich geschissen dumm sein, würden die Bayern sagen, wenn man... Die Österreicher wahrscheinlich auch. Ja, genau. Und dann wirst du eigentlich für deine Dummheit bestraft, gar nicht dafür, dass du böse bist. Aber wieder nur aus religiöser Perspektive. Die Menschen, die aussteigen, sind ja dann in der Regel auch vom Glauben schon abgefallen. Die können sich ja, sie sehen ja so viele Widersprüchlichkeiten und wollen mit der Art des Glaubens nichts mehr zu tun haben, sehen sich aber unter diesem großen Druck ihrer Gemeinschaft und sehen keinen anderen Ausweg. Also ich glaube, also für sie ist es wahrscheinlich, trifft es nicht zu, dass es Dummheit ist, weil sie an dieses Konzept nicht mehr glauben. Jedenfalls gibt es mindestens eine Person, die aus diesem Grund sich umgebracht hat. Wär so meine These. Und da dann zu sagen, du hast gesündigt, weil Gott nichts Unmögliches von dir verlangt, ist einfach, das finde ich einen ganz schön harten Satz, wenn man den ernst nimmt. Ja, war das tatsächlich den Leuten Das ist wie Nachtreten. Ja. Du erhängst dich am Baum und es wird noch nachgetreten. Ja, das ist so, das ist so mitleidslos. Ja. Das ist richtig. Was ich sagte mit der Dummheit, das ist eigentlich natürlich eine Beobachterperspektive. Also wenn man das durchdenken würde, was religiöse Leute da, wie sie sich den Test vorstellen, dann läuft das eigentlich darauf hinaus, dass sie dumm sind, wenn sie nicht das tun, was Gott will, oder dass sie irgendwie so eine Freude am Bösen haben. Das habe ich nie so richtig verstanden. Vielleicht kann man das auch mal einer erklären. Was denn eigentlich einen dazu veranlassen sollte, dann, wenn er alle Tassen im Schrank hat, nicht einzusehen, dass der Koran recht hat bei dem, was einem da versprochen wird. Ja? Also wie wird das psychologisch erklärt? Ich glaube, du kannst dann als gläubiger Mensch das gar nicht mehr weiter psychologisch erklären. Du musst dann irgendwann tatsächlich kommen mit dem,
manche Leute sind böse. Und manche christliche Theologen haben das ja auch so gesagt. Haben gesagt, ja, aber ist es nicht so, dass auch theologisch so angelegt ist, dass Gott eben trotz allem verzeiht und letztlich er die Entscheidung trifft, zu verzeihen und dass wir alle Sünder sind und am Ende kommen wir irgendwie doch durch Gottes Gnade alle ins Paradies. Das habe ich auch schon in muslimischem Kontext gehört. Ja. Und dann siehst du in deinem Umfeld auch ständig sündigen aufgrund von irgendwelchen Neigungen und hoffst am Ende auf Gottes Gnade und bist in guter Gesellschaft. Ja, der aber anderen, wenn er, auch sündigen. Ja, wenn er einem alles verzeiht, ist natürlich wiederum kein Test. Aber ich denke, das gibt es im Islam und auch im Christentum. Ich weiß, wir hatten mal eine kleine Kollegin, die habe ich mal im Kopierraum, weiß ich noch genau, ich weiß den Namen nicht, tut auch nichts gesagt, habe ich gefragt, wie sie das sieht. Wie sie was sieht? Wie sie das mit der Hölle sieht. Und dann so eine ganz freundliche, wirklich gutherzige Frau. Und die meinte, ja, sie glaube schon. Sie glaube schon, dass die Hölle existiert, aber ich glaube, die Hölle ist leer. Ja. Also so ganz verschmitzt, hat sich so gefreut und das war so, so eine Art, wie man, ich meine, wenn du halt so widersprüchliche Prämissen hast, wie halt viele Religionen, dann musst du am Ende dann mit so komischen Auflösungen kommen, wenn du ein guter Mensch bist, glaube ich. Das war aber, würde ich sagen, eine aufgeklärte Kollegin. Ja. Und ich finde es auch charmant, das so zu lösen, solange du dann nicht auf andere zeigst und ihnen ständig ihre Sünden vorwirfst. Ja. Wenn die nämlich dann auch die Homosexuellen sein lässt und sagt, ja, am Ende wird eben abgerechnet und ich sage da nichts dagegen, es steht mir nicht zu, wer bin ich, darüber zu urteilen und es auch nicht ausgrenzend dann ist und so weiter. Das ist ja gerade das Problem, dass man sich selbst vielleicht manche Sünden zugesteht, aber bestimmte Sünden, die sehr unwahrscheinlich sind, dass ich ihnen verfalle, wie eben jetzt Homosexualität. Ja, ich mag mal Alkohol trinken oder mal eine Zigarette rauchen. Ja, dann bereue ich eben am Schluss. Aber bei der Homosexualität hört dann der Spaß auf und dann verhalte ich mich auch entsprechend abweisend den Menschen gegenüber. Das ist ja das, was uns eigentlich im Ethikunterricht interessiert. Ja, wenn religiöse Normen gegen das verstoßen, was wir zu den Menschenrechten zählen. Ich möchte an der Stelle mal auf einen Film verweisen, der auf Arte gelaufen ist, Abschied von Mohammed oder wie es heißt. Das kann ich auch mal dann in die Videobeschreibung posten. Eine Dokumentation, die ich mal im Unterricht mir angesehen habe. Das sind wirklich junge Menschen, die schwer gelitten haben unter ihrer Religion. Das ist jetzt hier in einem islamischen Kontext, aber es gibt natürlich ganz ähnliche Biografien auch im jüdischen oder christlichen Kontext. Also es hat jetzt auch wieder nichts speziell mit dem Islam zu tun. Und wenn man sich die Leute ansieht, die haben es wirklich schwer. Naja, wenn du in einer intoleranten religiösen Gemeinschaft bist, dann... Also da sind Beispiele, dass der Vater dem Mädchen ins Gesicht sagt, dass er sie umbringen wird, weil sie einen nicht-muslimischen Freund vor der Ehe hat. Ich glaube, und im Iran zumindest, ich glaube, dass da auf offene Homosexualität nach wie vor die Todesstrafe ist. Ich weiß nicht, wie weit die das dann durchziehen. Aber das gibt es natürlich ja. Und das ist natürlich letzten Endes auch das Problem, was wir jetzt als Ethiklehrer mit bestimmten Formen von Religiosität haben, wenn sie halt eben den Grundwerten unserer Verfassung, und das sind die Menschenrechte, halt widersprechen. Das ist dann halt aus jedenfalls meiner persönlichen Sicht sehr problematisch. Ja. Und von daher gucke ich da dann halt auch immer und frage dann halt auch immer nach, wenn jemand gläubig ist. Ja. Wir müssen an der Stelle auch betonen, ich habe schon Erfahrung mit so einigen Kommentaren, dass die Menschenrechte ja nicht ein Ersatz sind einfach für Gottes Wort, jetzt einfach eine neue Orientierung, sondern uns geht es ja immer um die Begründung von Handlungen und von Werten und Normen. Und die Menschenrechte haben einfach eine sehr lange, sehr gut begründete Geschichte, auch aus Betroffenheit heraus. Im Gegensatz, religiöse Regeln haben das natürlich auch.
Aber auch, haben auch sehr lange Geschichten, aber eben nicht offen im offenen Diskurs gut begründet. Ja, eben nicht. Genau, letzten Endes wird dann immer gesagt, naja, Gott will das halt so. Ja. Ja. Und wenn Gott von uns verlangt, dass wir einmal die Woche in einer Lederjacke Schlittschuh laufen gehen, wie Marcel Krass das in einem seiner Videos gesagt hat, dann hat das schon seine Richtigkeit. Dann müssen wir das tun. Genau. Ja. Und das ist der Unterschied zu den Menschenrechten. Da gibt es ganz viele Diskussionen und da muss man sehr gut argumentieren, damit man auch ganz viele Leute davon überzeugen kann, dass es solche Rechte gibt. Und ja, also der Grund, warum ich Religion, warum ich immer wieder auf Religion zu sprechen komme im Unterricht, ist ja bei bestimmten ethischen Fragestellungen, fragt man sich, schaut man, wer sich wie dazu verhält zu dieser Frage und wie es begründet wird. Und dann ist natürlich das Problem, wenn eine Norm wirklich schädliche Auswirkungen hat und die beste Begründung, die ist, dass Gott es eben so will, was sich letztlich nicht beweisen lässt, dass es schon und eindeutig jemand drunter leidet, das ist dann wirklich problematisch. Und das aufzuzeigen ist eigentlich der Sinn, warum wir uns in Ethik überhaupt mit Religion auseinandersetzen. Ja, es ist eigentlich, ich glaube, es ist ziemlich das, was Kant sagt, was unmündig ist. Zu sagen, ich weiß es selber nicht, ich habe auch gar keine moralische Verantwortung, aber ich habe diesen unsichtbaren, magischen Freund und der weiß alles. Und ich mache das, was er sagt. Ja, die einzige moralische Verantwortung ist dann dem Freund oder Vater zu gehorchen. Ja, also mit moralischer Verantwortung meine ich jetzt selber mir zu überlegen, was ist gut und was ist schlecht. Und das und an der Stelle wird dann, ja, wie gesagt, wir wissen es nicht, wir sind dumme Menschen, ja, und wir delegieren das dann halt an jemand anders, ja. Und das ist dann halt dieser große, allmächtige, allwissende Vater im Himmel, ja, der für uns denkt. Ja. Ja. Das ist die Kritik von Kant, weil er halt eben sagt, wir wissen nicht, was Gott von uns will. Ja. Ja. Soll ich mal weiterlaufen lassen? Ja. Und ein langes Video. Genau, und wir sagen, Gott würde, ja, manche Prüfungen sind wirklich schlimm, ja, persönliche Schicksalsschläge, aber Gott weiß, du schaffst es. Und Gott würde dir nie eine Prüfung auferlegen, von der er weiß, du schaffst es nicht. Das heißt, er will das Beste aus dir rausholen. Und das Schöne ist im Islam, die kleinsten Sachen. Er will das Beste aus dir rausholen. Das musst du dir wirklich mal in diesen Situationen klar machen, wo dir nicht erlaubt ist, eine Partnerschaft zu führen, weil du eine sexuelle Neigung hast, die nicht erlaubt ist. Ja, oder. Und dann kriegst du als Antwort, Gott möchte das Beste aus dir rausholen. Ja, oder du bist im Südsudan, ist eine Hungersnot und dein kleines Kind verhungert auf deinem Arm. Ja? Und das ist, und du sollst dann weiter Gottvertrauen haben. Und damit holt Gott, weil du dann weiter Gottvertrauen hast, das Beste aus dir raus. Mhm. Oder du bist mit deinen Kindern in der Gaskammer in Auschwitz, ja, und sollst dann trotzdem sagen, ja, prima, jetzt kommen wir ins Paradies. Das ist, ich glaube, er hat sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt, was da von Leuten verlangt wird. Und davon abgesehen zu sagen, Gott, wie war das? Gott prüft uns, also verlangt von uns nichts, wo er nicht weiß, dass wir es bestehen werden. Mhm. Das ist ja nur offensichtlicher Unsinn, weil ja ganz viele Leute... Dass wir es leisten können. Ja, sagt er das so, dass es... Dass wir in der Lage sind, das zu leisten. Ja, ich mache mal zurück. Ich dachte, dass wir das tun, dass wir es bestehen. Ja, nee. Persönliche Schicksalsschläge. Aber Gott weiß, du schaffst es. Und Gott würde dir nie eine Prüfung auferlegen, okay, stopp, von der er genau weiß, du schaffst es nicht. Gott würde dir nie eine Prüfung auferlegen, von der er weiß, du schaffst es nicht. Genau. Das heißt ja, dass alle die Prüfung schaffen. Ich glaube, da hat er sich einfach versprochen. Ja. Er sagt, glaube ich, wie du sagst. Also, dass du nicht in der Lage bist. Ja. Und man das könnte, ist halt das, was wir vorhin besprochen hatten. Und wenn du es nicht tust, dann hast du dich entschieden, gegen Gott zu sein und auszusteigen und hast dich versündigt. Ja, ich glaube, dass das, was er meint, nicht, dass man tatsächlich die Prüfung schafft, denn offensichtlich schaffen dann ja die Leute aus seiner Sicht die Prüfung. Ja, du wieder mit deiner Logik. Nee, er hat es sich einfach nur versprochen. Das ist natürlich auch, ist klar. Ja. Da sind wir gutmütig jetzt. Ja. Er will das Beste aus dir raus. Das Schöne ist im Islam, die kleinsten Sachen werden als Belohnung gezählt.
Geduld beispielsweise. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen sein mit ihm, hat eine sehr, sehr schöne Aussage, die einen wirklich sehr emanzipiert. Er sagt, wunderbar ist die Lage von einem Gläubigen. Ja. Er sagt, wenn ihm etwas Gutes trifft, dann sagt er, hey, das ist von Gott, ich danke Gott dafür. Und wenn ihm etwas Schlechtes trifft, dann bleibt er geduldig in dieser Prüfung und es wird gut für ihn. Warum? Weil im Islam die Geduld belohnt wird. Also das verstehe ich, das ist ein Konzept, damit kann ich mitgehen. Ich würde dich, das würde ich jetzt Hammer, stopp. Auf den Islam. Das ist ja nur auch wirklich stopp. Echt völliger Unsinn, ja. Die Leute verhungern, ja. Und wenn die dann geduldig darauf warten, dass irgendwas passiert, naja, manchmal schaffen sie es dann in irgendein UN-Lager im Südsudan, wo sie was zu essen kriegen, aber ganz viele verhungern auch. Ja, aber dann wird ja diese Geduld belohnt. Im Paradies nämlich. Gut, so müsste man es dann sagen. Ja, das ist ein Jenseits. Ja, klar. Also, ja, aber das hört sich ja so an, wie das dann schon Jenseitsperspektive. Nein, nein. Das so, so wie bei Hiob, weil ich glaube, bei Hiob am Ende steht er doch wieder gut da, oder? Ist ja nicht so, dass leider jetzt nie weitergelesen. Aber ich glaube, der verliert alles, aber dann gewinnt er auch wieder am Ende wieder alles, kriegt, glaube ich, wieder neue Kinder und so weiter. So krass, es ist nicht schlimm, wenn deine Kinder alle weggestorben sind. Kannst ja wieder neue machen, ja. So eigentlich. Ja, aber ich glaube, was die meinen, ist, dass man dann schon das im Diesseits sieht. Und das ist, glaube ich, falsch. Außerdem ist ja, das Geduld. Das erscheint mir so unplausibel, dass ich immer von der jenseitigen Belohnung dann ausgehe. Okay, vielleicht. Und dass es eben die Gelegenheit der Prüfung ist, die du geduldig auf dich nimmst und umso dankbarer dafür bist, dass du so große Gelegenheit hast, dir einen guten Platz im Paradies zu sichern. Ich meine, der Standard-Einwurf, also Einwand auch gegen solche Arten von Glauben ist natürlich, dass das dazu führt, dass Leute im Diesseits nicht was tun, damit es besser wird. Ja, ja. Also dieses Religion als Opium des Volkes. Ja. Ja. Ich werde irgendwie unterdrückt oder was ist ich, mein Gutsherr nimmt halt irgendwie die Hälfte der Ernte weg. Oder es ist halt eine politische Diktatur und dann könnte ich vielleicht was dagegen tun. Gelegentlich wird dann auch was dafür getan. Aber religiöse Leute, die halt Geduld haben, dann man kann das so interpretieren, dass man einfach nichts macht. Ja. Und dann bleibt es halt so schlecht, wie es ist. Es wäre dann wieder diese Sklavenmoral und du redest dir ein, es steht dir nicht zu, dich gewaltsam zum Beispiel zu befreien, weil du dann genau so bist wie der Unterdrücker und dann erträgst du es lieber. Ja, vielleicht. Und bist geduldig und erntest dann die Früchte im Jenseits. Ja. Ich meine, es gibt auch diesen Spruch, dass Gott gibt mir die Kraft zu erkennen, was irgendwie unabwendbar ist und das zu ändern, was zu ändern ist und zwischen beidem zu unterscheiden, irgendwie so ähnlich. Okay. Ja. Und von daher, glaube ich, ist Geduld an sich nur bei dem, was man tatsächlich nicht ändern kann, sinnvoll. Und es ist, ja. Aber wir müssen jetzt auch schon zugestehen, dass wir natürlich keine Islamgelehrten sind und dass das Video hier nur 11 Minuten geht und die natürlich auch noch wesentlich mehr auf unsere Einwände zu sagen hätten. Stimmt. Machen wir weiter. Nur so sehen, ich würde das auch bei anderen Religionen sehen, aber. Also mit so einem Mindset durch das Leben zu gehen, man muss sich vorstellen, das ist Win-Win-Situation in Bezug auf alle Herausforderungen des Lebens. Also ich finde das ist auch, wie sagt man, pragmatisch letztlich, also selbst wenn man nicht gläubig ist, dass man eine ziemlich gute Lebensentwicklung gibt. Absolut, also sehr positiv auf das Leben eingestellt und das sollte auch ein Muslim. Gott spornt uns im Koran sehr, sehr oft an, positiv auf das Leben zu sehen und das Beste eben rauszuholen. Das ist das Leben, das glauben wir jetzt in Prüfung. Anstatt... Ich möchte hier auch noch anmerken, dass man hier sieht, dass die Gesprächssituation eigentlich ja etwas unfair ist, weil der Muslim natürlich sehr gut vorbereitet ist und die begeben sich einfach auf der Straße in Diskussionen. Wahrscheinlich sprechen sie auch Passanten an, das weiß ich jetzt aber nicht. Aber der im Rucksack reagiert natürlich mehr oder weniger spontan und dem fallen jetzt keine extremen Ausnahmefälle ein, wo er sagen könnte, es ist eine sehr merkwürdige Win-Win-Situation. Also ich würde dem nicht zustimmen. Also ad hoc klingt es erstmal gut und er stimmt zu, weil er aber auch nicht vorbereitet ist auf diese Art der Diskussion.
Ja, das eh. Davon abgesehen fällt mir noch ein, es ist eine Überforderung in jeder Situation. Ad hoc bedeutet übrigens spontan dann eben, ja, ohne große Vorüberlegung. So, Ja. was wolltest du sagen? Ich glaube, dass es auch eine Überforderung ist, ganz egal, was dich trifft, geduldig zu sein. Und das ist bei manchen Sachen, die sind so schrecklich, dass da Geduld halt einfach nicht eine Einstellung ist, die du haben kannst. Und das widerspricht dem, was er vorher sagte, dass nämlich man nicht dazu, also dass von einem nichts verlangt wird, was einem unmöglich ist. Ja. Das ist ganz typisch auch für die christliche Sexualmoral zum Beispiel. Ja. Da wird auch von einem, je nachdem, wie die ist, was verlangt, was einfach biologisch gesehen nicht möglich ist, und dann musst du dich schuldig fühlen und dann musst du halt dann zu deinem Priester rennen und dann vergibt er dir, aber also da wird etwas verlangt, was eben gerade nicht menschenmöglich ist, würde ich jetzt als sozusagen in der psychologischen Perspektive sagen, in manchen Fällen. Es wäre auch interessant, was unter Geduld verstanden wird. Also wenn ich mir vorstelle, dass du in einer ganz schrecklichen Situation bist und einfach gebrochen wirst. Genau. Also der Anfang ist, du wehrst dich und du tobst in einer zu engen Zelle und so weiter, aber irgendwann bist du gebrochen und resignierst und wirst lethargisch und starrst nur noch vor dir hin, wie so eine Muttersau im Kastenstand und sich gar nicht vorstellen kann, dass die da so drin liegt, ohne zu toben die ganze Zeit. Wo schon, wenn ich meinen Kater auf dem Arm habe und er möchte nicht mehr, dann windet er sich und will da raus, ja. Und warum soll es anderen Lebewesen nicht so gehen? Wenn du in einer ganz schrecklichen Situation bist, kommt irgendwann ein Punkt, wo du nur noch resigniert, lethargisch gar nichts mehr richtig wahrnimmst. Natürlich kann man das dann auch noch sagen, dass er letztendlich Geduld übt, um die Situation zu ertragen. Ja, manche können das, aber ich weiß, ich stelle mir vor, ich wäre im Ersten Weltkrieg irgendwie an der Westfront 4 Jahre lang, und ich sehe, wie drumherum die Menschen zerfetzt werden, und dann soll Ja. ich Geduld haben, ja. Deswegen, vielleicht wird da der Begriff dann auch falsch benutzt Ja. und man meint eigentlich, dass jemand völlig re resigniert und eigentlich gebrochen ist. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist Was auch ein schwierig. Schutzmechanismus dann ist. Ja. Ja. Aber ja, genau, da müsste man, da hast du aber recht, da müsste man ihm so einen Kredit geben und sagen, musst du halt dann mal sagen, was in dem Sinne mit Geduld gemeint ist. Ja. Alternative, pessimistisch, nihilistisch, das Leben hat keinen Sinn. Ja, das stimmt. Ich tue zwar Dinge, die für mich Sinn ergeben, aber derjenige, der diese Dinge tut, hat selber keinen Sinn. Das stimmt. Und das sind so Dinge, wo man einfach unterscheiden muss. Wir sagen nicht, wir sind gläubig, weil wir ein schönes Leben führen wollen oder weil uns das in irgendeiner gewisser Weise bereichert, sondern wir sagen, das ist der Sinn der Existenz der Menschen. Dafür sind sie hier. Was ist dieser Sinn? Nicht Schöpfung anzubeten, also alles tun, was die Schöpfung von einem will, sondern den Schöpfer anzubeten. Weil er hat dir alles gegeben, Chris. Ja. Ja, bitte. Ich störe dich nicht, bitte. Nee, nee, bist du von Geburt an in diesem Glauben groß geworden? Oder wie ist Ich das? bin. Ich, ja, ganz kurz, weil hier wird ja die Sinnfrage angesprochen und in religiösen Diskussionen stoße ich da immer wieder drauf, dass das Menschen extrem wichtig ist, einen Sinn zu haben. Ob es das Selbstverständnis ist, ich bin nicht zufällig hier, Gott hat, das ist mein Selbstverständnis, Gott hat mich auf die Erde gebracht und er ist immer bei mir und mein Ziel ist es, zu ihm wieder zurückzukehren. Das ist mein Lebenssinn. Und das ist natürlich sehr schwer zu verkraften, wenn man aus Vernunft erkennt, dass dieser Sinn nicht mehr sinnvoll, nicht mehr erkennbar ist und man sich, das ist ja so, dass das Ergebnis der Aufklärung, dass du dir jetzt als Individuum selbst einen Sinn setzen musst. Und damit sind natürlich viele überfordert. Und es Ja. ist ein ganz wichtiges Grundbedürfnis vieler Menschen, wenn sie ohne Fernseher und Handy zu Hause sitzen, immer noch
sinnvoll angefühltes Innenleben haben, dass sie sich ständig in Verbindung zum Schöpfer finden und sich beobachtet fühlen und dann die Zeit mit Beten oder harter Arbeit ausfüllen oder sonst was, immer in Zuversicht, es bringt mir irgendwas und es ist für irgendwas gut. Und wenn du das wegnimmst, dann ist erstmal die Langeweile da, so ein Nihilismus. Das ist die große Herausforderung, das versuche ich mal zu vermitteln, die große Herausforderung, das für uns sinnvoll auszufüllen und gesund, ohne Selbstschädigung. Also man kann es natürlich auch mit Alkohol ausfüllen. Ja, sehe ich, also sehe ich genauso. Und also der Klassiker ist ja, die religiösen Sinnangebote haben eben an Plausibilität verloren. Ersetzt werden sie dann durch so einen kapitalistisch getriebenen Spaß-Materialismus, das, was uns halt dann so, ja, mach das, mach das. Und das ist aber dann, das ist halt auch nicht so überzeugend. Und dann wird es schwierig, dann muss man tatsächlich selber nachdenken und selber seinen Sinn finden. Und das macht vielen Leuten Angst. Manche sind da auch überfordert mit, glaube ich. Ich denke, das geht aber. Und ich glaube, dass einer der Gründe, wieso halt nach wie vor noch Leute so dann wieder religiös werden, ist halt gerade, dass sie da halt dann doch wieder dieses Sinnangebot halt sehen, ja? Halt in einer neuen Form da. Ja? Ich werde immer wieder gefragt, in Diskussionen wurde ich immer wieder gefragt mit Zeugen Jehovas, ja, was denkst du denn dann, was nach dem Tod passiert? Und ich sage, ja, ich weiß es schlicht nicht. Und dann sagen die, siehst du? Aber ich weiß, also die können das schlicht nicht ertragen. Das ist denen so wichtig, dass sie dann lieber aufhören zu denken, weil sie den Gedanken nicht aufgeben wollen, dass nach dem Tod das Paradies oder irgendwas auf sie wartet. Was ist denn die Konsequenz von deiner Kritik? Was denkst du denn, was nach dem Tod passiert? Und nein, das akzeptiere ich nicht. Das ist ja, ja ganz traurig, denn unwissend. Ich glaube, also, ja, halt zu sagen, ich habe eine Antwort, ganz egal wie dumm die ist, ist besser als keine Antwort. Ja. Und keine Antwort zu haben und das auszuhalten, zunächst mal jedenfalls, das ist gar nicht so einfach. Und zu sagen, naja, ich glaube, so, das kommt nichts danach. Und wenn ich aber vorher ein für mich sinnvolles Leben gelebt habe, dann ist es für mich auch nicht schlimm, wenn ich im Kreise meiner Lieben zum Beispiel sterbe. Ja. Und das, finde ich, ist plausibler letzten Endes, als halt an irgendeine Religion zu glauben, weil es gibt ja auch 10.000. Welche nimmst du denn? Ja. Jetzt mal von den fragwürdigen religiösen Normen mal irgendwie ganz abgesehen. Und ich glaube, davon abgesehen, die Leute, die sich die Sinnfrage stellen, das hat oft was mit Unglück zu tun, dass man schlicht sich unglücklich fühlt. Und dann ist, glaube ich, der Weg, aus der Sinnkrise rauszukommen, zu versuchen, ein glückliches Leben zu führen. Ja? Und dazu gibt es eine ganze Reihe von Hinweisen inzwischen, wie man was glückliche Leute auszeichnet. Also Leute, die, wenn man sie fragt, sagen, ja, ich bin zufrieden mit meinem Leben und ich bin glücklich. Und was die Leute auszeichnet, die unglücklich sind. Empirische Glücksforschung, habe ich mal ein Video dazu gemacht, mache ich auch unten in den Link rein. Ja. Ich würde jetzt auch anbieten, dass wir gar nicht mehr weiter gucken. Das ist Neugedanken, relevante kommen da jetzt gar nicht. Okay. Du scheinst wenig überzeugt. Wir können es auch doch noch weiter gucken. Nee, glaube ich dir. sind auch bloß noch 2 Minuten. Ich wollte noch auf irgendeinen Gedanken hinaus. Ja. Weil du gesagt hast, es gibt ja Zehntausende von Religionen. Also die Perspektive finde ich extrem bedenkenswert für diejenigen, die uns zerrupfen werden. Also er hat ja gesagt, er ist im Islam aufgewachsen und dann hat er es geprüft und zwar auch zufällig das Plausibelste für ihn. Und es ist ja nicht so, dass wir aus Boshaftigkeit Atheisten werden. Über den Atheismusbegriff kann man auch mal wieder ein extra Video machen. So wird es nämlich oft dargestellt, dass wir ganz böse Menschen seien und widerliche Atheisten und Nihilisten. Nietzsche hat ja gesagt,
dass eigentlich aus christlichen Werten herausgezwungen und ein christlicher Wert sei die Wahrhaftigkeit und dass daraus gezwungenermaßen ein Nihilismus erstmal hervorgeht, weil man erkennt, dass das christliche Fundament bröckelt und auf Sand gebaut ist und man endet dann notwendig erstmal, weil es kein Alternativangebot gibt, in einem Nihilismus, der aber wieder mit eigener Sinnhaftigkeit ausgefüllt werden muss und so weiter. Und das haben auch in meinem Unterricht mal hat ein Mädchen gesagt, ja, Herr Heinrich, irgendwann, bald werden Sie Muslim. Und das ist gut, wenn du nämlich da sitzt und sagst, ich habe gar keine Religion, aber jetzt sitzen in meinem Unterricht Sikh, es sitzen besondere Formen von Christen und es sitzen Muslime und es sitzen Ungläubige. Und es gibt noch 10.000 andere außerhalb dieses Raumes. Für wen sollte ich mich denn aus welchen Gründen entscheiden? Ja. Frage muss mir jemand beantworten können und allein daraus ergibt sich, dass das ein immerwährender Streit der Religiösen sein wird. Daraus ergibt sich allein, dass es sehr beliebig ist, dass es nicht die Wahrheit sein kann, in einer Religion zu sein. Ja, es ist was Sozialisiertes und hat viel mit Zufall zu tun und es ist eben halt nicht vernünftig. Ich glaube, ein aufgeklärter Moslem wird halt den Unterschied zwischen Glauben und Wissen kennen und sagen, ich glaube das, letzten Endes kann ich das nicht vernünftig beweisen, das spüre ich halt. Ja. Ja. Und beim Christentum genauso, ich finde problematisch. Ich glaube, ich stoppe mal die Freigabe, man müsste uns aber dann trotzdem noch sehen, ne? Ich denke schon. Ich drücke mal da drauf. Ja. Jetzt sehe ich dich zumindest in groß oben. Weil ich dann auch später ja die Aufnahme einfach anhalten kann. Okay. Ah, und du hast so ein geiles YouTube-Geschenk, so eingeschmuggelt. Also jeder erkennt natürlich sofort, dass das nicht von diesem Kanal sein kann. Aber wo kann man den kaufen? Das will ich auch sehr gerne. Aber brauchst du erstmal einen langen Bart? Ja, den habe ich für meinen anderen Kanal gekriegt. Dann kriegst du ab 100.000 Abonnenten. Okay, wow. Dann kannst du den beantragen. Ja, davon bin ich noch 999. Und ich glaube, 000. Ab 500.000 kriegt man dann den nächsten. Ja, dann. Nächste Woche. Den werde ich wohl nicht mehr erreichen. Okay, alles klar. Langes Video. Ich glaube, es hat auch Längen. Ja, es war auf jeden Fall ein cooles Experiment. Ja. Und ich fand auch ein schönes Gespräch zwischen uns. Man wird gleich wieder, wie nennst du das, selbst performativ sehen, wie die Position von uns Philosophen ist, indem nämlich die durchschnittliche Zuschauerzeit 1 Minute 30 sein wird. Genau. Von einem anderthalbstündigen oder unterschätze ich es, wie lange sprechen wir schon? Wahrscheinlich 2 Stunden. Genau. Also wer jetzt noch dran ist, nee, ich mache keine Versprechen. Ja. Es gibt immer Wahnsinnige, die das bis zum Ende geguckt haben. Ja, aber den prophezei die auf Sinnsuche sind. Oder wenn die bei mir in Ethik sind, dann prophezei ich denen, dass die, dass sie zweistellig werden im Abi. Dass sie offensichtlich Geduld haben. Ja. Das auf jeden Fall. Es gibt immer Sinnsuchende, die aus purer Verzweiflung bis zum Schluss noch dranbleiben und hoffen, dass doch noch was Gehaltvolles von uns kommt. Genau, und außerdem, die Sommerferien sind lang. Ja, genau. Na gut, dann aber schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass wir das nochmal wagen sollen. Genau. Und ihr könnt euch uns auch gerne Videos vorschlagen, die wir uns mal gemeinsam anschauen sollten. Genau. Und Verbesserungsvorschläge auf jeden Fall auch. Da ist ja noch sehr viel. Und wir nehmen auch gerne Lehre entgegen, weil wir natürlich keine ausgewiesene Islam- oder andere Religionskenner sind. Was ich an der Stelle aber auch sagen muss, dass das überhaupt nicht nötig ist, wenn man sich Einzelaussagen mal anguckt oder vor allem, wenn man dann bestimmte Normen mal prüft, was davon zu halten ist. Ja, genau. Okay, alles klar. Gut, dann vielen Dank. Tschüss. Tschüss.